Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sekiro. So, wir haben letzte Folge uns den Köder für den Karpfen geholt. So, der Typ ist dauerhaft tot, da hat uns eine Gebetsbelle gegeben. Und da genauso einer ist, denke ich mir, holen wir uns auch die Gebetsbelle von dem. Ich habe schon mal hier den Wirbelwind-Hieb reingesetzt, weil ich glaube, dadurch, dass da mehrere Gegner sind, ist das durchaus praktisch. Also er hüpft da so ein bisschen rum. Möglich sein, an denen von hinten anzukommen. Geht er mit dem Rücken zu mir? Das ist sehr gut. So, der andere konnte Blitze machen. Ich gehe davon aus, dass der es auch kann. Wenn der das kann, wäre das sehr hilfreich, glaube ich. Oh, guck mal hier. Ah, jetzt habe ich die Bogenschützen auch noch mit reingezaucht. Also die Blitze wären hilfreich, wenn ich die Blitze kriege. Das war nicht der Plan. Aber runterspringen wollte ich eigentlich nicht. Also müssen wir uns nochmal zurückbohren. Ungünstig, sag ich mal. Hanbei der Unsterbliche. Es gibt einen Krieger genannt Hanbei der Unsterbliche. Oder auch Hanbei der Infizierte, der sich direkt vor dem maroden Tempel auf. Der Körper, der nicht sterben kann, könnte praktisch für euch sein. Achso, das ist der, mit dem ich trainieren kann. Na, 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 na. Okay. Oh, die sehen mich, obwohl ich schleiche. Sehen mich, obwohl ich schleiche. Es hatte sich tatsächlich eine kurze Öffnung ergeben, indem ich. Falsch rum. Warum stand ich da mit dem Rücken zu denen? Ist ja mal runzendumm. Da sind die einfach nur dumm dumm. Dumm dumm. Gib mir Gum Gum. Dann noch mal das Ganze. So, ich darf auf jeden Fall nicht auf die andere Seite gehen, weil dann habe ich zusätzlich zu den Vieren, die sowieso schon da sind, auch noch die Bogenschützen, die ein bisschen weiter oben stehen. Ich könnte mir natürlich auch von der anderen Seite rangehen, die Bogenschützen töten, und einen davon vielleicht sogar mit dem Puppenspieler zurückholen. Aber ich war jetzt gerade an dem schon so nah dran. Kollege, du machst deinen Blitz am besten, aber so, dass ich noch springen kann, wenn es geht. Im nächsten Mal. Ich war, glaube ich, dachte ich, aber ich war wahrscheinlich schon so kurz vom Boden, dass ich den Blitz nicht mehr losgeben konnte. Aber ich will den Tod sehen. Da müsst ihr jetzt leider durch. Das ist kein Boss, das ist nichts Besonderes. Der hat einfach nur vier Typen dabei. Und gibt mir vielleicht eine Gebetsperle. Das ist vor allen Dingen der Knackpunkt. Der gibt mir die vielleicht. Zeit. Rückschlüsse ziehen. Von einem Leader-Typen auf den nächsten, ne? Auf jeden Fall ist er speziell dahingehend, dass er eben die Blitze verballern kann.
Serpische Klinge wäre vielleicht auch eine Option, weil Reichweite dadurch erhöht ist. Ah, da war wieder eine kurze Öffnung. Ah, jetzt wurde ich in der Luft abgefangen. Och, das ist ja fies. Ich hatte den Blitz und dann haben sie mich in der Luft abgefangen. Aber ich war schon wieder kurz davor, auch den Todesstoß ansetzen zu können. Vielleicht muss ich beim Schlag eine Sekunde warten. Oder eine halbe. Etwas näher ranrennen. Direkt den Todesstoß geben können. Ah, dann habe ich ja mein Ziel erfüllt und brauche gegen die anderen gar nicht mehr kämpfen. Ignorieren. Wobei die dann wahrscheinlich da auf Patrouille gehen und nicht mehr da stehen, um den Typen zu... Weil das Risiko muss ich eingehen. Öpp. Blitz und alles ist gut. Ah, nein. Jetzt habe ich alles wieder dran. Okay. Okay, ich will mich einmal heilen. Heilen, habe ich gesagt. Jetzt bist du ja nur noch da, du da. Oh, ich krieg den Blitz nicht raus. Was soll denn das jetzt? Erstmal sammeln wir mal allein hier. Mach das nochmal. Ich weiß jetzt, dass ich etwas später springen muss. Mach das, sehr gut. Zu spät gedrückt. Zu spät gedrückt. Drachenquellsake. Okay. Flasche voll mit kristallklarem Sake. Sake ist zum Teil einer der besten Sake, gebraut vom Aschiner Braumeister mit Wasser aus dem Drachenquell. Das reine Wasser extrahiert jeglichen Geschmack aus Aschin, das beste Preis. Worte werden dem Geschmack nicht gerecht. Um ihn zu verstehen, muss man ihn probieren. Okay. Gut, ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Aber es ist gut. Glaube ich. Also gib mir ein neues Gespräch auf jeden Fall. Und er kommt auch wieder zurück, also was das anbelangt. Gut. So, jetzt war jetzt hier die Frage. Ne? Jetzt konnte ich ja hier runter, das war ja nicht das Problem. Oh, es gibt sogar Schaden. Na gut. Bisschen Schwund ist immer, sagt man so schön, ne? Kann ich mich hier auf jeden Fall umschauen. Gibt noch so ein paar Items, die ich auch bei dem Typen kaufen kann, ne? Irgendwie kann ich ja auch... Muss ich ja auch noch weiterkommen. Höhle. Apfen.
Aber das ist der große Karpfen. Moment. Ich glaube, bei dem muss ich aufpassen. Ich glaube, dass der ähnlich wie die Schlange verdammt gefährlich sein kann. Deswegen gehen wir mal da lang, wo er. Da! Ganz hübsches Vieh, ne? Vorne komme ich, glaube ich, wieder raus. Das hat jetzt eine Richtung ändert. Hier unten ist er auf jeden Fall ganz klein vollendet. Klein fort. Umhin. Ich reiß einfach mal alles ab. Offensichtlich nicht erwischen, das ist gut. Schlecht ist, ich sehe nichts und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Jetzt nicht. Kann ich mich in Sicherheit bringen? Wenn ich durch. Ich muss entweder tiefer oder höher. Ich muss auf jeden Fall hier hinten ans Ende. Ich glaube schon, dass ich hier irgendwo was finde. Am Grund liegen Items. Was? Ah. Ja, mal wieder. Instant Death, ja? Gut. Und kann sogar auferstehen. Das ist erstmal hilfreich. Ah, hier komme ich durch. Lang noch ein paar Items, aber. Bin ich auf der anderen Seite. Das war unangenehm. Hübsches Tier, ganz schön gefährlich. Da ist noch eine Statue, sehr gut. Hey. Seid ihr? Tasten. Auf jeden Fall. Okay, mach mal auf hier. Ja.
Kürbissamen. Sehr gut. Ja, offen. Das könnte die Tür oberhalb des Wasserfalls sein. Jo, sehr gut. Nein, das nicht gut. Aber alles klar, gut. Weiß ich jetzt wieder, wo ich bin. Das als Sänfte. Ach, hier bin ich jetzt. Ach komm, gehe ich erstmal oben gucken. Keine Items. Aber man weiß ja nie, ne? Vorher. Zack. 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 Okay, erstmal nach oben. Steintreppe. Warum? Oh, darum. Okay. Ah, ich lebe noch. Nein. Ich bin schon wieder geschockt. Jetzt lebe ich nicht mehr. In dem Fall. Bye bye, Yashikuro. Oh oh oh. Das tat weh. Okay, aber durch die komme ich durch. Da muss ich nur die Blitze nutzen. Die sind ja jetzt. Jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Also, ich weiß, wie es funktioniert. Ich glaube, dann. Ein bisschen Übung habe ich gekriegt, als ich den Genshin Nichido besiegt habe. Jetzt durch die anderen beiden Typen gerade, vor allen Dingen durch den mit den Schlechtern, denke ich, ein bisschen das Gefühl. Ne? Ist nicht perfekt. Ihr Biester! Ihr habt ihn die ganze Zeit getäuscht! Edelmut, Ewigkeit, Lügen, um ihn zu täuschen, gebt ihn wieder her. Vater, mein Vater, gebt ihn her. Darf ich lang? Ich bin müde. Alle tot. Ich kann jetzt natürlich zu Emma gehen, um mir meine Kürbisflasche zu verbessern, aber... Ah. Okay, ich komme hier auch nicht hoch. Du bist einfach mit den Wellen sind kein Problem. Da grabe ich jetzt auch nur ein, das ist auch gut. Heil dich mal. Nein! 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 Autschen! Ah!
Ah, das war dumm. Okay. Er ist so. Bleibst mir noch du. Komm da runter. Was mit dir? Wer macht hier von hinten Action? So. Aber andere waren da wirklich. Okay, da liegt er noch. Ibu-Ballon der Seele. Wasserfall mit ohne Höhle dahinter. Ah, okay. Und meinen dritten Fähigkeitspunkt. Sehr gut. So, da zwei vorhin nicht gereicht haben, gehe ich auch davon aus, dass es drei nicht reichen. Nicht. Sechs. Ja. Also. Gehen wir auch hier lang. Alles klar. Da hätte ich mich auch rennen können. Ah, jetzt ist er gestorben. Schön. Bartholder. Sehr hilfreich. Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Wo das Bildhaus? Natürlich rasten. Wäre ja blöd, wenn nicht. Sieht aber nicht so aus, als wäre das eine intelligente Option. Also gibt es ja eben. Haken. Kein gesehen. Du! Geht mal.
tut. Einfach mal in so einem göttlichen Palast in irgendeinem Schrein beten. Das ist eine richtig kluge Sache, Sekiro. Kann ich doch nur irgendwie in Bredouille bringen. Oh oh. Das Reich der Götter. Oh oh. Ah, ich habe einen Bosskampf ausgelöst. Wie bist du? Uah. Erinnert mich ein bisschen an die Dark Souls. Lange. Bin nicht sicher, ob ich das gut finde. Was von den wie das Abbruch des Dark Souls. Ah, jetzt bin ich natürlich vergiftet. Das ist nicht das große Problem, weil ich gewartet habe. Kann ich. Oh. Ich könnte einfach mal durch. Und was bei den Dark Souls Heimis auch gemacht haben. Wenn immer mehr, dann weniger, so ein bisschen das Gefühl. Vergiftet? Ja. Das könnte also mit dem Gegen mit Kuda auch auf Dauer nicht. Komm. Was sagt ihr eigentlich? Machen. Scheinen aber dadurch keinen Schaden mit. Also keinen Schaden am Boss zu machen. Weil es nicht richtig beißen. Ausschalten. Okay, ich hab jetzt noch einen Beißer. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das dann der ganze Boss ist. Ding.
War zu einfach. Oh oh. Und Papa, ja? Papa ist gefährlicher, nehme ich an. Die Frage, ob ich dann jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt verkacken sollte, die erste Phase nochmal neu machen muss. Oh ja, Papa sieht größer aus. Nicht hübscher? Mit einem Windschwert bewaffnet? Windschwert? Bin nach hinten gestoßen. Hat auch nur eine Phase. Okay, ich kann ihn also blitzen. Muss ihn blitzen. Aua, da rechts muss ich. Hey, Kollege. Ach, jetzt war er da. Na, okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich ausharren. Ich blitze, da kommt da ein Zerrer. Ein halbes Leben haben wir weg. Wer jetzt nicht. Au. Und legend seine Phase ändert. Ah, er hat mich zurückgesprochen. Ey. Hat sie nicht mehr getroffen, ja? Geschleudert. Okay, bis jetzt ist noch okay. Gehe also davon aus, dass ich durchhalten muss. Wollen wir wieder kommen? Ah, fiese Kombination. Und ein Bäumchen wieder. Wischt. Ah, okay. Der hat mich die Klinge gezogen dafür. Er ist ein Gott. Gänsehaut aufgeschnitten. Gütiges Geschenk der Tränen. War ja jetzt gar nicht so schwer. Also, Boss. Wir wurden jetzt auch gut drauf vorbereitet. Wenn Blitze, schießt die Blitze auf den Feind. Da war Blitze, hat die Blitze auf den Feind geschossen. Ganz einfach. Und jetzt. Okay.
Der Anfang ist gemacht. Wir gehen guten Schritt ist, glaube ich, aufs Ende zu. Ja, für die Folge ist jetzt eigentlich auch schon wieder quasi zu Ende. Aber nur was passiert? Ich bin in der Asche in der Burg. Erinnerung göttlicher Drache. Alte Gottheit des immer blühenden Baums. Göttliche Drachentränen. Der Körper des göttlichen Drachen ist ewig und seine Tränen waren nach dem Vergießen für alle Ewigkeit ihre Form und Feuchtigkeit. Ein Träger des Drachen, er bis sie verzehrt, wird die Aufhebung der Unsterblichkeit vollzogen. Es tut mir leid. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich will das restliche Gebiet da erst noch erkunden, bevor ich jetzt irgendwie das Ende auslöse. Das heißt, wir reisen erst noch mal in den Palast der Urquelle zum Heiligtum. In der Zwischenzeit beende ich schon mal die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich bin gespannt, was wir da oben noch finden werden. Bis dahin, euer Steffel.